Futros Media. Der Ruhm des achten Imams aus der Sicht einer deutschen Wissenschaftlerin. Katharina Müller, eine Ethnologin an der Universität Tübingen, hat ihre Dissertation zum Thema Die Auswirkungen von Identität und Wert der Wallfahrt auf das Heiligtum von Imam Rıza verfasst. Zudem verfasste sie viele weitere Artikel über seine heilige Grabstätte. In einem ausführlichen Interview für Futros Media in Berlin berichtete sie über ihre Reise in die heilige Stadt Maschhad und sagte, meine Forschungsergebnisse zeigen, dass Imam Rıza unzertrennlich mit der individuellen und kollektiven schiitischen Identität verbunden ist. Nach meiner zweijährigen Forschungsarbeit hat mich die Erkenntnis dazu gebracht, dass auch ich, genau wie die Pilger, die jährlich nach Maschhad pilgern, dorthin reisen möchte. Als Ethnologin war ich von Anfang an sehr davon fasziniert, welche Emotionen Menschen im Schrein haben, welche Gefühle sie haben, was ihnen begegnet dort und wie sie dem Imam und dem Schrein dort begegnen. Seit meinem ersten Besuch im Schrein weiß ich, was es bedeutet, Glauben zu haben. Menschen werden getragen von einem Gefühl der Geborgenheit und der Ruhe. Und die wird vor allem im Schrein selbst sichtbar, weil die Menschen dort sich dem nähern dürfen, was sie suchen. Und das ist sehr schön. Sie sagt, zum ersten Funken kam es, als ich auf einem Flug neben einem niederländischen Arzt mit afghanischer Herkunft saß. Er erzählte mir, dass er Iran mit der Absicht einer Pilgerreise besuchen würde. Und nun saßen wir zusammen in diesem Flugzeug, ein Pilger und eine einfache Wissenschaftlerin. Obwohl unser Aufeinandertreffen von kurzer Dauer war, wurde mir in dieser Zeit klar, wie groß seine Liebe für Imam Rıza und für seine Grabstätte war. In seinem Leben hatte er viele unterschiedliche und faszinierende Perspektiven. Doch nichts konnte dazu führen, die Verbindung zwischen ihm und Imam Rıza zu trennen. Ich hätte mich am Flughafen von ihm verabschieden müssen, denn das war der Zeitpunkt, an dem ich den Weg zur Erkenntnis von Imam Rıza beschritten hatte. In ihrem Interview räumt sie zusätzlich ein, dass der Unterschied zwischen einer Forschungsreise und Pilgerfahrt sehr klein ist. Eine Reise, bei der der menschliche Körper in Bewegung versetzt wird, sorgt auch immer für die Bewegung der Seele, die sich darin befindet. Genau dies macht die Grabstätte von Imam Rıza zu einem unglaublich besonderen Ort.